Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung begrüßen. Amerika hat gewählt. Wohin steuert das Land und was bedeutet das für Europa? Wir wollen uns heute auf diesem Panel mit genau diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Und ich freue mich sehr, dass wir das zu einem hochaktuellen Zeitpunkt tun können. Und vielleicht sind wir nicht ganz überrascht, dass wir immer noch nicht genau wissen, wer die Wahl in den Vereinigten Staaten gewonnen hat. Dass wir aber, so war es jedenfalls heute in der Presse und von vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren zu hören, genau wissen, wer diese Wahl verloren hat, nämlich die Demokratie. Ob das stimmt, möchte ich gerne heute mit ein paar anderen Dingen und mit hochrangigen Expertinnen und Experten kritisch hinterfragen. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung möglich ist durch eine schon seit längerem etablierte Kooperation zwischen der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und der Stiftung Europa-Kolleg Hamburg. Diese Kooperation wird ermöglicht durch eine Förderung seitens der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, der ich an dieser Stelle ganz herzlich danke. Dank dem Senat und allen politischen Kräften in Hamburg, die diese Kooperation unterstützen. Und danke vielmals an Frau Strassheim, die heute nicht nur als Amerika-Expertin, sondern auch als stellvertretende Geschäftsführerin der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung bei uns ist. Das gibt mir die Gelegenheit, gleich Ihnen, meine Damen und Herren, unser Panel vorzustellen. Und ich darf hier in alphabetischer Reihenfolge vorgehen und mit Frau Böger beginnen. Frau Kollegin Böger ist Professorin für Literatur und Kultur Nordamerikas an der Universität Hamburg und nicht nur eine intime Kennerin der amerikanischen Literatur, sondern als Amerikanistin, glaube ich, auch eine intime, jedenfalls sehr, sehr gute Kennerin der amerikanischen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir heute Abend brauchen. Sie war unter anderem Gastprofessorin an der University of Wyoming. Sie war Associate Professor of American Studies an der Radboud-Universität in Welchen und ist im In- und Ausland eine vielbesuchte Gesprächspartnerin. Wir freuen uns sehr und sind auch ehrlich gesagt sehr glücklich und dankbar, denn als ich die Einladung herausschickte, fürchtete ich, dass Sie antworten müssten, dass Sie schon für ein anderes Panel heute Abend vergeben sind, glücklicherweise noch. Frau Strassheim hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin und Programmleiterin Europa und internationale Politik an der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Sie ist eine Associate am GIGA-Institut hier in Hamburg für Asienstudien und sie ist eine intime Kennerin von politikwissenschaftlichen Fragestellungen, von der Verteidigungspolitik, der Friedenssicherungspolitik. Und auch eine intime Kennerin, glaube ich, vieler Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Herr Zeller ist der Dritte im Bunde und wir sind außerordentlich froh, Sie heute hier zu haben. Herr Zeller ist Präsident des American Club of Hamburg, geboren in New York, also der Amerikaner an Bord, denn wir wollen vor allen Dingen mit den Vereinigten Staaten und nicht nur über die Vereinigten Staaten sprechen. Aufgewachsen in Südkalifornien. Sie sprechen, wie ich Ihrer Biografie entnehme, fließend Spanisch, Deutsch, Englisch und Portugiesisch, sogar Italienisch und Französisch. Heute begnügen wir uns mit dem Deutschen und dem Englischen, je nachdem, wo und wie Sie sich wohler fühlen. Sie sind ein Naturwissenschaftler mit einem Abschluss in Physik und vor allen Dingen ein sehr erfahrener Geschäftsmann. Ich glaube, was uns bei allen unterschiedlichen Disziplinen eint und verbindet, ist das große Interesse an den transatlantischen Beziehungen. Und deshalb ist auch das Europakolleg Hamburg mit an Bord. Und deshalb haben wir vor 2 Jahren die Kooperation mit der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung zu genau diesen Fragestellungen etabliert. Nämlich, wie können wir die transatlantischen Beziehungen in einer sich wandelnden Welt des 21. Jahrhunderts bewahren, vertiefen, weiterentwickeln? Und die aktuelle Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, glaube ich, der allerbeste Anlass, das zu diskutieren. Ich darf mich auch das entgegen der üblichen Etikette an den Herrn im Bunde als allerersten wenden, denn er ist der sozusagen Eingeborene in Anführungszeichen in diesem Panel und Sie um Ihr Eingangsstatement bitten, das ich gerne mit einer Frage verbinden möchte. Wir sind natürlich
außerordentlich neugierig, heute einen Einblick ins amerikanische Seelenleben, in die Befindlichkeiten einer tief gespaltenen Gesellschaft zu bekommen. Gleich ob die gerichtlichen Streitigkeiten, die die Wahlen in unterschiedlichen Bundesstaaten überprüfen sollen, erfolgreich sein werden oder nicht, ganz gleich, welchen Inhalt das Statement haben wird, das Präsident Trump für heute Abend in Las Vegas angekündigt hat, ganz gleich, wer Präsident wird in den Vereinigten Staaten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die tiefe Spaltung der Gesellschaft von heute auf morgen wird überwunden werden können. Wenn Sie uns ein bisschen einen Blick, einen Einblick gewähren, wie fühlt man sich heute Abend als Amerikaner? Wie diskutieren Ihre Landsleute heute in dieser Situation? Und was sind eigentlich die Gründe dafür, dass wir in einer politischen Welt leben, die so viel existenzialisiert, die so stark in den Schwarz-Weiß-Kategorien von Gut und Böse denkt, was wir von den Vereinigten Staaten doch aufgrund ihrer langen demokratischen Tradition so eigentlich gar nicht kennen und immer bewundert haben, ein Land, das zu Kompromiss und Ausgleich in besonderer Weise befähigt sind. Ich freue mich sehr auf Ihre Einschätzung, Herr Zeller. Das Mikrofon bitte. Ja, danke. Vielen Dank, Professor Couture. Es ist eine große Ehre, hier mit Ihnen dabei zu sein. Und ja, das ist so ein großer Tag, was wir gerade erlebt haben. Und das ist auch ist der Gipfel von was, wie gefühlt, 4 Jahren von jeden Tag. Natürlich eine große Spalte in unserem Land. Ein bisschen eine Mehrheit findet diesen Präsident und seine Regierung, die finden das nicht gut und die leiden jeden Tag, dass er da ist. Und dann eine bisschen knappe Minderheit unterstützt ihn sehr stark. Und so eine große Spalte, dass in meinem Bubble, ich kenne die Leute, die fast alle für die Demokraten sind. Und ich finde, dass alle leiden jeden Tag, haben gelitten über die letzten 4 Jahre, haben gewundert, wie so eine in der Macht kommen konnte. Und wir gucken auch und wir fragen uns, wie können die Leute immer noch mit jeden Tag die Beweise, dass er Macht, dass es für uns, dass es kein so ein Präsident nicht sein sollte. Aber für die anderen Leute, die ihn unterstützen, die finden ihn großartig. Die finden, dass er Teil vom System ist und alles, was er tut, die finden das sehr toll. Ich glaube, muss man auch denken, dass viel über 11 Jahre, viele Leute haben ihn über The Apprentice gesehen. Ne? Es war wie Deutschland sucht den Superstar. Ein Programm, der kommt in Wohnzimmer von 11 Millionen Häusern und die guckten ihn jede Woche und der war immer der Alleswisser, der immer der Geduldige und dann aber auch der Härte, wenn es kam zu großen Entscheidungen zu treffen, Leute zu feuern. Und es war alles so gut gescriptet, dass ich glaube, dass diese Leute sehen ihn immer noch so. Ich kenne ihn, ich komme aus New York, also ich kenne Name Trump und seine Aussagen und Täter seit den 80er Jahren. Deswegen, und meisten in New York kennen ihn auch sehr gut so. Und wenn man guckt, gerade auf die Zahlen in Manhattan zum Beispiel, ich glaube, Trump hat 14% unterstützt, 14% haben für ihn gewählt, seine Heimat. Also, das spricht viel über die Leute, die ihn gut kennen. Aber ja, es ist ein Wunder. Er sorgt für eine Spaltung. Niemand kann das bestreiten. Und ich glaube, dass wir, die Leute, die ich kenne, und wir nehmen nicht wahr, was er sagt. Wenn er etwas sagt, wir hören das kaum mehr zu. Und deswegen, die Leute, die knappe Mehrheit der Leute denken, okay, wir müssen nur Deutsch und das ist, wie die Demokratie funktioniert und dass man kann in diesem Tag, vor 2 Tagen und die Tage davor, ihre Stimme abgeben und hoffen, dass es reicht. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, gerade Ihr Hinweis auch auf die
Prominenz von Trump als Apprentice-Star aus einem ganz anderen Kontext und dieses Phänomen des Allwissenden, der Dinge regeln kann, der Dinge für die anderen regeln kann, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir auf diesem Panel sind natürlich alles andere als allwissend, aber haben hoffentlich viele Insights. Und ich hatte noch vergessen zu sagen an unser Publikum, Sie sind ganz herzlich willkommen. Fragen, die Sie haben sollten, auch gerne schon während der Präsentationen via Chat weiter zu vermitteln. Ich werde schauen, möglichst viele dieser Fragen dann weitergeben zu können, dass unsere Expertinnen und Experten sie auch beantworten können. Und damit darf ich überleiten an Frau Böger. Vor dem Hintergrund dieser gespaltenen Gesellschaft und dem Stereotyp des Alleswissers, die Wahl scheint mir auch, wenn man die ersten Analysen nachliest, zu zeigen, dass wir vorsichtig sein müssen mit Stereotypen, dem Stereotyp, dass ein Präsident wie Trump unbeliebt ist bei Frauen, unbeliebt ist bei den Latino-Wählerinnen und Wählern, unbeliebt ist bei den African-Americans und eine große Zustimmung bekommt in den Suburbs, eine große Zustimmung bekommt von den weißen Männern. Wenn man die ersten Auswertungen anschaut, stimmt das alles offensichtlich nicht. In den Suburbs hat er verloren, die weiße männliche Bevölkerung hat ihn nicht mehr so stark gewählt wie vor 4 Jahren und bei den anderen Gruppen hat er hinzugewonnen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Sind wir vielleicht sozusagen in die Falle unserer eigenen Stereotypen getappt? Und wenn man das sozusagen mit Ihrem Blick auf Amerika sich anschaut, würde mich sehr Ihre Einschätzung interessieren. Reiben Sie sich auch überrascht die Augen oder aber haben Sie es eigentlich schon immer gewusst? Also schon immer vielen Dank und ich hoffe, Sie können mich verstehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern dabei. Ich möchte mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass ich die Antworten hätte oder all diese Phänomene, wo wir selbst mit offenen Augen und Mündern davor stehen, jetzt hier erklären könnte. Aber einiges ist mir aufgefallen und ich kann mich da auch an Herrn Zeller durchaus anschließen, was zum Beispiel das Stichwort der Bubble angeht und so weiter. Also es ist ja jetzt schon häufig beklagt worden, dass Kommunikation und Gespaltenheit ein großes Problem ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der Fall, aber ich finde auch Ihren Hinweis, Herr Couture, wichtig, dass wir eben auch in einem sehr unberechenbaren oder scheinbar unberechenbaren Moment leben. Es ist jetzt sehr schwer vorherzusagen, wie Leute sich in den Wahlen verhalten. Es fällt ja auch auf, dass bei dieser Wahl und auch bei der letzten die Prognosen wirklich krass daneben lagen. Also das zeigt ja eben auch, dass selbst die Menschen, die sich professionell um Prognosen bemühen, hier einfach nicht mehr rankommen oder aber Leute nicht mehr wahrheitsgemäß antworten, wenn sie gefragt werden, wie sie sich als Wähler, Wählerinnen verhalten. Also ich glaube, dass es schon sehr, sehr interessant auch ist. Also ich versuche ein wenig bewusst auch aus meinem eigenen Schrecken herauszukommen und zu sagen, aus Sicht einer Amerikanistin wie mir ist es schon auch ein hochinteressanter Moment, einfach weil es ein sehr offener und unberechenbarer, wenn auch natürlich irgendwie bedrohlicher Moment ist. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Also ich würde niemals bestreiten, dass wirklich auch das demokratische System zurzeit stark unter Druck ist. Und da hoffen wir natürlich, dass sich das sehr bald auflöst und nicht etwa noch eskaliert. Was mir in den letzten Tagen sehr stark aufgefallen ist, aber auch schon bei meinem letzten längeren Aufenthalt. Sie hatten ja eingangs in Ihrer kurzen Vorstellung, Herr Couture, erwähnt, dass ich an der University of Wyoming war. Das war ich tatsächlich vor 2 Jahren genau. Und das war ein sehr interessanter Moment. Viele von Ihnen werden wissen, dass Wyoming ein stramm republikanischer Staat ist. Und ich habe die Zeit dort sehr genutzt, mit Leuten zu sprechen, die Trump wählen. Das hat man nicht so häufig, die Gelegenheit, wenn man an den Universitäten ist, egal wo. Aber wenn man mit Leuten, die dort in der Energiewirtschaft arbeiten und dann eine 4-stündige Autofahrt nach Denver teilt, von Laramie, Wyoming kommt, dann hat man sehr viel Zeit. Und was erzählen die Leute dann? Denen ist völlig egal, was Trump für ein Mensch ist oder was der für schlimme Geschichten in der Vergangenheit gemacht hat oder wie viele Pleiten er zu verantworten hat, sondern die sind radikal sachorientiert. Ich will einen Präsidenten haben, der
die Steuern senkt und niedrig hält. Der mir, es wurde oft so formuliert wie, der mir mein Geld nicht wegnimmt. Sehr interessant. Also, oder aber damals, viele werden sich erinnern, gab es ja diese Migrationsströme. Das hat Trump sehr geschickt genutzt, zusammen mit seiner Wall-Rhetorik, da ein Angstszenario aufzubauen, was auch sehr verfangen hat. Also er hat es sehr, sehr gut geschafft, Ströme aufzubauen, die man gar nicht so vorher für möglich gehalten hätte. Und mir ist in den letzten Tagen sehr stark aufgefallen, vielleicht auch in meiner Position als Amerikanistin, dass es hier bis an die Grundwerte und die Grundnarrative Amerikas geht. Trump versteht es sehr, sehr geschickt, sich zu positionieren als derjenige, der für die Freiheit steht und der alles dafür tun wird, diese zu verteidigen gegen die Sozialisten, Kommunisten, wo dann ja in der Fantasie seiner Anhängerschaft sich tatsächlich die Demokraten zum Beispiel wiederfinden sollen, was für uns ja so schwer nachvollziehbar ist. Aber er schafft es, diese Gegensätze aufzubauen und auszunutzen. Also das Individuelle, der Erfolg, das sind die Grundnarrative der amerikanischen Kultur, die Trump sehr, sehr, sehr geschickt bedient und nutzt und die ja auch bei seiner Anhängerschaft sehr stark aufgenommen werden und einen Resonanzboden finden. Ich würde jetzt, wenn ich auf die andere Seite gucke, nicht weniger argumentieren, dass auch Biden und das demokratische Lager solche Urwerte der demokratischen Gesellschaft für sich reklamieren würden oder auch immer wieder stark ansprechen. Aber das sind ganz andere Werte. Die haben dann zu tun eben mit Gemeinschaft. Also ich habe viel zum New Deal der 1930er Jahre gearbeitet und fühle mich auf der Seite sehr stark an diese Idee der Gemeinschaft erinnert, was wir tun müssen, um gemeinsam aus der Krise zu kommen. Das ist aber ein völlig anderes Gesellschaftsbild, verbunden mit anderen Werten und anderen Normen. Und ich komme immer mehr dahin, dass ich den Eindruck bekomme, diese entstehende Sprachlosigkeit, also diese Unmöglichkeit, miteinander zu kommunizieren, hat einfach auch damit zu tun, das sagen ja auch viele Leute so in informellen Interviews oder Gesprächen, dass sie das Gefühl haben, sie erkennen ihr Land gar nicht wieder. Also da sind jetzt wirklich ganz unterschiedliche Diskurse, Werte und Normen, die gegeneinander gesetzt werden, was so nicht sein müsste, aber das ist ein anderes Thema. Aber das wird sehr geschickt bedient und damit habe ich noch gar nichts über die mediale Situation genannt. Aber ich denke, das haben auch alle vor Augen. Herr Zeller hat das ja schon dankenswerterweise mit der Bubble angesprochen. Wir haben einfach keine kulturellen Foren mehr um diese Theorie, die aus den 1980er Jahren stammt ursprünglich. Wir haben keine oder kaum mehr Synchronmedien. Meine Studierenden sehen kein Fernsehen mehr, also kein Programmfernsehen, sondern es gibt diese individualisierten Podcasts, New Media und so weiter. Und das, wie ja weithin schon angemerkt und kritisiert wurde, funktioniert natürlich wunderbar als ein Resonanzboden für eben diese Rhetoriken, diese Werte, diese sehr speziellen und sehr zugespitzten Kommunikationsformen. Also vielleicht mache ich hier mal einen Punkt und gebe anderen die Möglichkeit, etwas zu sagen. Aber ja, ich würde Ihnen natürlich grundsätzlich zustimmen, dass es diese klaren Stereotypen und Linien einfach so in dieser Form nicht mehr gibt, sondern ich sehe viel stärker die Allianzen entlang von Narrativen und Werten, die auf sehr unterschiedliche Weise von den beiden Seiten bedient werden. Ganz herzlichen Dank. Auf die Frage der Narrative will ich gerne in der nächsten Runde zurückkommen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich fand aber auch sehr spannend, wie Sie sozusagen diese Weggabelung der zwei ganz unterschiedlichen Wertnarrative uns aufgezeigt haben. Und es klingt so ein bisschen danach, als ob die berühmte Pursuit of Happiness aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung eben ein Wegweiser ist, der in zwei sehr unterschiedliche, ganz stark individualistisch ich meine ökonomische Sicherheit, meine Sicherheit vor Migration, Einwanderung, vor islamistischem Terrorismus und eine Gemeinschaftsorientierung. Also der Glaube, dass der Starke allein am stärksten ist und der Glaube, dass auch der Starke der Gemeinschaft braucht, dass diese Weggabelung im Grunde genommen in einer Art und Weise auseinanderdriftet, wie wir uns das in Europa vielleicht so stark nicht vorstellen können. Liebe Frau Strassheim, einen anderen Punkt von Frau Böger würde ich gerne aufgreifen. Sie sprach von einer beunruhigenden, unberechenbaren, bedrohlichen Situation. Für Außenbeziehungen und Außenpolitik ist Unberechenbarkeit das größte Gift.
Deshalb die Frage an Sie, sind wir in Europa eigentlich vorbereitet auf 4 weitere Jahre Trump? Sind wir eigentlich vorbereitet auf 4 Jahre Biden? Und wenn alles so unberechenbar ist, hatten wir eigentlich eine Chance, uns vorzubereiten? Haben wir also die Hausaufgaben gut gemacht? Oder wenn wir sie nicht gut gemacht haben, müssen wir gar kein so schlechtes Gewissen haben, weil es sowieso nicht funktioniert hätte? Was sagen Sie dazu? Das sind sehr, sehr breite und gute Fragen. Lassen Sie mich vorneweg vielleicht auch nochmal Ihnen Danke sagen, Herr Kotzur, für die Einladung zu dieser wirklich höchst relevanten und aktuellen Veranstaltung, auch im Namen der ganzen Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Wir freuen uns wirklich, dass wir nachhaltig zusammen mit dem Europakolleg zu Fragen der transatlantischen Beziehungen und zu den USA arbeiten können. Ich erinnere mich, die letzte gemeinsame Tagung, die wir zu dieser Frage hatten, war im Januar diesen Jahres. Da haben wir alle... Und das noch analog live mit 300 Personen im Raum. Wir alle hatten schon mal etwas von dem Coronavirus gehört, aber konnten uns, glaube ich, nicht im Entferntesten vorstellen, welche Entwicklung wir in der Welt, in Europa und in den USA dieses Jahr sehen. Also finde ich es nochmal schöner, heute auch da Bilanz zu ziehen. Ja, genau, um auf Ihre Fragen zurückzukommen. Es wäre für mich natürlich leichter zu beantworten, hätten wir schon ein konkretes Wahlergebnis in den USA und nicht die Hängepartie, die wir gerade sehen. Nichtsdestotrotz heißt das für mich, dass ich vielleicht ganz diese zwei Szenarien ganz kurz skizziere, aber mehr Zeit damit verbringe, vielleicht das Szenario Joe Biden und eine Biden-Administration und die Auswirkungen auf Europa darzulegen, weil ich glaube, dass es momentan so aussieht, dass das die wahrscheinlichere Variante ist. Norbert Röttgen. Und vielleicht mit dem Szenario 4 weitere Jahre Trump anzufangen. Norbert Röttgen, einer der außenpolitischen Experten in Deutschland und Anwärter auf die CDU-Führung, hat gestern auf Twitter geschrieben, sehr deutlich, auf 4 weitere Jahre Trump ist Deutschland und Europa nicht vorbereitet. Ich würde dem mal ganz provokant widersprechen, weil ich glaube, dass die letzten 4 Jahre und die Stimmung, die wir in Europa erlebt haben, die Stimmung, die es in der transatlantischen Gemeinschaft gab, uns schon sehr deutlich darauf vorbereitet haben, was wir von 4 weiteren Jahren Trump erwarten könnten. Trump, der, wir erinnern uns, der die NATO obsolet genannt hat, der die EU als einen Gegner bezeichnet hat, als ein Foe, schlimmer als China, nur kleiner. Das ist etwas, was wir in Europa von 4 weiteren Jahren Trump wahrscheinlich auch weiter erwarten könnten. Und das ist vor allem etwas, und jetzt kommen wir darauf, wie Europa eigentlich vorbereitet ist, dass in Europa eine Debatte vielleicht nicht angestoßen, aber doch sehr befeuert hat, was die strategische Autonomie Europas und die Rolle Europas in der Welt angeht. Also die Frage, wie sehr sollte Europa denn insbesondere im sicherheitspolitischen Bereich selbstständig und unabhängig von den USA handeln können. Das ist eine Debatte, die in den letzten Jahren insbesondere der französische Präsident Emmanuel Macron natürlich auch in Reaktion auf diese wahrgenommene Unzuverlässigkeit des amerikanischen Partners stark gepusht hat. Und das sind natürlich auch Entwicklungen und Debatten, die nicht einfach wieder verschwinden. Das ist die eine Seite. Dann das andere Szenario, das, wie ich vielleicht noch sehr optimistisch auch als das wahrscheinlichere Szenario begreife, sind jetzt 4 Jahre Joe Biden, der vielleicht als einer der proeuropäischsten und pro-transatlantischsten möglichen Präsidenten in den USA gilt. Und auch da sieht man auch so ein bisschen in der Debatte, ich glaube, die meisten politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Deutschland machen keinen Hehl daraus, dass sie sich eine Biden-Administration wünschen würden, auch weil sie es als eine leichtere Art der Zusammenarbeit im transatlantischen Verhältnis zwischen Europa und den USA begreifen würden. Und es gibt da, wenn wir uns den Diskurs anschauen, was wir von einer Biden-Administration in Europa erwarten könnten, so zwei Richtungen, würde ich sagen. Die eine sagt, Joe Biden, das wäre so eine Rückbesinnung auf die gute alte Zeit in den transatlantischen Beziehungen, da wo alles funktioniert hat, da wo wir uns, ne, wo wir gemeinsam Werten, ein gemeinsames Werteverständnis hatten und gemeinsam an Probleme herangegangen sind. Das ist auch eine Rückbesinnung, weil natürlich so im Personenkarussell derer, von denen erwartet wird, dass sie in einer Biden-Administration wichtige Rollen in der Außenpolitik einnehmen, da viele bekannte Namen auch dabei sind, die wir schon von der Obama-Administration kennen. Samantha Power, Susan Rice beispielsweise, die ehemaligen UN-Botschafterinnen, werden da für die Top-Jobs gehandelt.
Auf der anderen Seite, die andere Seite der Erzählung, der ich auch eher zustimmen würde, wäre, dass auch Biden eine, nicht eine Rückbesinnung, sondern eine Redefinition der transatlantischen Beziehungen haben oder anstreben wird und auch mehr von den Europäerinnen und Europäern erwarten wird und dass es bestimmte Konflikte gibt, die bleiben werden, dass sich der Ton verändert, dass es eine freundschaftlichere Zusammenarbeit ist, dass Bedrohungen, die Trump offen ausgesprochen hat, zum Beispiel, dass die USA die NATO verlassen werden, dass diese natürlich nicht mehr kommen, aber dass es doch bestimmte Themen gibt, wo sich die Amerikaner und die Europäer doch einigen werden müssen. Ich denke da an die Geschichte mit Nord Stream 2 beispielsweise, wo es auch in den USA überparteiliche Kritik gibt. Ich denke da auch an das Verhältnis zu China oder ich denke da insbesondere eben auch an das 2%-Ziel in der NATO. Ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass Sie Europa ermahnen, da nicht naiv zu sein und sich von einer Präsidentschaft von Biden nun die Lösung aller Probleme zu versprechen, weil viele Positionen, der Blick nach Europa, auch wenn Biden ein sehr proeuropäischer Präsident wäre, letztendlich zwischen den Demokraten und den Republikanern doch gar nicht so weit abweicht. Von dieser transatlantischen Brücke, lieber Herr Zeller, nochmal zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika in dieser jetzigen Situation und da Ihre Beobachtung. Wir lesen heute in den Zeitungen und wir haben es schon in den letzten Tagen gehört und gelesen, die amerikanische Demokratie und die amerikanische Verfassung befinden sich in einem Stresstest. Nun blicken wir gerade aus Europa, nicht nur, aber speziell aus Deutschland, auf die amerikanische Verfassungsgeschichte als einen der tradierten Verfassungsstaaten. Sie haben die verfassungsstaatliche Demokratie mehr oder weniger erfunden. Sie haben den Föderalismus erfunden. Sie haben den Judicial Review in Marbury versus Madison kreiert. Und momentan sitzt man vor diesem Gericht, das ein so prägendes Urteil gesprochen hat und fürchtet, dass auch diese Institutionen versagen und auf einmal politische Entscheidungen durchwinken könnte. Wenn wir auch den Prozess der letzten Richterbesetzung diskutieren, wenn wir so ein bisschen anschauen, wie das in den europäischen Medien dargestellt ist, haben wir ein großes Bangen, dass die Institutionen das verkraften. Wie sehen Sie das aus einer Innenperspektive? Wie stark oder wie gefährdet sind die amerikanischen Traditionen? Kann denn die Krise, die wir jetzt erleben, tatsächlich dem Supreme Court mit dieser großen Tradition, kann der tatsächlich erschüttert werden oder ist es dann doch letztendlich eine Episode, die die Europäer und die Amerikaner unbeschadet überstehen werden? Vielen Dank. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, dass was wir viele Dinge, die wir gerade sehen und kritisch sind oder nicht verstehen, wie Electoral College zum Beispiel, das System. Das ist natürlich ein System, die basiert von ist fast archaisch. Ne? Das war so lang her herausgedacht in der Zeit, das war nicht einfach die Ergebnisse zu kommunizieren. Das war vor Telegraph und das war ein System, die damals sollte funktionieren. Aber ob das immer noch heutzutage Sinn macht, das ist sehr fraglich. Viele Leute glauben nicht mehr so viel daran. Aber und im Vergleich zu das System in Deutschland, auch die USA hat eine große Rolle gespielt, um das zu kreieren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich ist es ein bisschen moderner, ne? Mehr basiert auf einer auf mehr Konsensus, ne, mehrere Parteien aber ich glaube, die Stärke von unserem System ist, dass doch es gibt viele Checks and Balances, obwohl man sieht das in einer Regierung, wie was wir gerade die letzten Jahre hier hatten, zusammen mit so einem Senat und mit einem Mitch McConnell, dass die können ein bisschen weit gehen, aber immer noch diese Checks and Balances, die sind so tief in unsere Psyche von Amerikanern. Und ich glaube, nach 200 Jahren, plus Jahren, ist diese lange Tradition, das gibt eine Stabilität. Wobei zum Beispiel in Deutschland, das ist eine neue Tradition. Das hilft auch. Aber man hat das Gefühl, dass es so tief in uns Demokratie, demokratische Werten und die System of Checks and Balances, dass das ist
es ist sehr viel stärker, als man denkt, wenn man von draußen guckt. Aber das ist ein bisschen Stresstest gerade. Und sicherlich, ich finde, dass viele von diesen Strukturen müssen moderner sein. Aber es gibt viele Widersprüche auch. Ja? Wir haben gerade die drei Supreme Court Justices, die sind gerade sehr rechts auf dem politischen Spektrum reingekommen. Und die sind auch Originalists, aber die nennen sich Originalists. Aber wenn man Originalist ist, dann würde man keine Wahlrecht zu den Frauen geben, weil damals, was stand in der Verfassung, war nicht drin. Also ich glaube, es ist eine Fine Line zwischen dieser Hypokrasie und was man nennt und was die richtige demokratische Werten. Und ich glaube, dass immer noch in den USA, wir sind auch ein Volk, wir sind sehr stolz auf die Idee, dass, okay, wir machen viele Dinge vielleicht falsch, aber am Ende wird es alles gut, wird ein Hollywood Happy End geben. Und das, ich glaube, das ist so stark in uns geprägt, dass sogar bestimmt in Wyoming, wie Professor Böge, als Sie da waren, haben Sie das auch gesehen, dass die Leute sind irgendwie am Ende, die sind sehr gutmütig von drinnen. Und wir glauben daran, dass es am Ende das wird alles richtig machen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich ermutigende und wichtige Botschaft. Vielleicht eine kleine Zwischenerklärung noch an unsere Hörerinnen und Hörer beziehungsweise Zuseherinnen und Zuhörer. Sie haben von den Originalists gesprochen. Das ist eine große Tradition in der amerikanischen Verfassungslehre und Verfassungsinterpretation. Die Originalists sagen, dass man die Verfassung so interpretieren muss, wie sie die Gründerväter, die Framers Ende des 18. Jahrhunderts verstanden haben, also nichts von einem lebendigen Instrument, das sich weiterentwickelt, dass man sehr am Text festhalten muss. Und in der Tat, wenn man diese Doktrin ernst nimmt, dann wäre die Entscheidung sehr eindeutig, denn die Framers of the Constitution haben die Wahlen als den demokratischen Legitimationsakt außerordentlich hochgehalten. Bevor ich, liebe Frau Böger, auf Sie, Wyoming und die Narrative zurückkomme, eine Zwischenfrage an Frau Strassheim, die uns aus dem Publikum erreicht und die ich ohnehin auch gestellt hätte. Nämlich die Frage nach dem, was Sie gesagt haben, ist Amerika eigentlich noch ein verlässlicher Partner für Europa oder wären wir Europäerinnen und Europäer gut beraten, uns nach einem neuen Partner umzusehen? Wobei ich dann von mir persönlich noch hinzufügen möchte, wenn ich mir also die Welt angucke, ist die Auswahl ja nicht so wahnsinnig attraktiv. Wenn wir sagen, die Amerikanerinnen und Amerikaner, denen trauen wir jetzt nicht mehr über den Weg. Aber weder Russland noch China noch andere Akteure drängen sich ja sozusagen als die ideale Alternative aus. Also sollte man auch, wenn ein bisschen Misstrauen sich eingeschlichen hat in die alte Ehe, in Anführungszeichen, vielleicht doch nicht gleich an Scheidung denken. Das ist eine wunderschöne Formulierung, Herr Kutsu, die ich besser nicht hätte treffen können. Das wäre auch exakt meine Rückfrage an die gestellte Frage gewesen. Sollte aber nicht so distinkt sein. Nein, keineswegs. Also natürlich hat diese Verlässlichkeit oder eben andersrum, natürlich haben wir den amerikanischen Partner in den letzten 4 Jahren eher als unzuverlässig wahrgenommen. Ne? Also gerade innerhalb der NATO, aber auch darüber hinaus haben die europäischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgerinnen und Donald Trump als einen Menschen kennengelernt, der das transatlantische Verhältnis als transaktional wahrnimmt, der lange geglaubte Normen, Prinzipien und Institutionen der transatlantischen Gemeinschaft, aber auch der Weltgemeinschaft offen in Frage gestellt hat, die für die Europäerinnen und Europäer extrem wichtig sind. Und das hat für diese Wahrnehmung der Unzuverlässigkeit gesorgt. Und ich finde, es besteht zu Recht die Hoffnung, dass eine Biden-Administration, die keineswegs alle strukturellen Probleme lösen wird, die existieren, aber dass eine Biden-Administration zu einem verlässlicheren Verhältnis in der transatlantischen Partnerschaft für Europa führen wird. Auch weil Joe Biden, das macht er sehr, sehr offen in seinem außenpolitischen Programm, und er hat da auch eine sehr schöne Formulierung gefunden, er begreift die NATO und die transatlantische Gemeinschaft eben nicht nur als eine
eine Gemeinschaft, in der man, wie er schreibt, Dollars und Cents hin und her geschoben werden und in der es wirklich nur um reine Militärausgaben geht, sondern es ist eine Wertegemeinschaft, die auf einem gemeinsamen Verständnis und auf einer gemeinsamen Verständigung und auf eine gegenseitige Verlässlichkeit über bestimmte Institutionen und Werte beruht. Es geht um Demokratie, es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um die Förderung nachhaltigen Friedens, es geht um die Achtung von Menschenrechten und dieses gemeinsame Verständnis allein sorgt natürlich für eine größere Verlässlichkeit, auch wenn, irgendwie Zeller hat es gerade angesprochen, bestimmte Institutionen und Werte natürlich auch gerade in einem Stresstest, haben Sie das, glaube ich, genannt, ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass auch wenn wir in den USA einen verlässlicheren Partner für Europa wieder haben in den nächsten Jahren, macht es für Europa immer trotzdem Sinn, in welcher Art auch immer und egal wer im Weißen Haus sitzt, in bestimmten Fragen autonomer und selbstständiger zu werden und stärker zu werden. Unter anderem in der Sicherheitspolitik, denn Europa hat auch Sicherheitsinteressen, die von den USA eben nicht in derselben Art und Weise geteilt werden, weil die Konsequenzen in den USA nicht in derselben Art und Weise gespürt werden. Stichwort Instabilität in der europäischen Nachbarschaft, Sicherheit und Entwicklung in Nordafrika. Und deswegen ist es auch im europäischen Interesse und im Interesse aller europäischen Bürgerinnen und Bürger, dass es trotz allem und trotz einem verlässlichen zukünftigen transatlantischen Verhältnis Europa auch stärker und alleine agieren kann. Vielen Dank, Frau Strassheim. Ich glaube, das findet große Zustimmung hier in der Runde und auch bei vielen, die uns hier zusehen und zuhören. Das ist ja eine Debatte, die wir in Europa führen und wo wir auch ein bisschen selbstkritisch sagen müssen, das können wir nicht von den Amerikanern verlangen, sondern das müssen wir schon sozusagen zu Hause gebacken bekommen und dürfen nicht erwarten, dass wir die ganze Zeit Hilfestellung bekommen. Liebe Frau Böger, bei Ihren Ausführungen vorhin hat mich eines besonders fasziniert. Sie haben von der Autofahrt in Wyoming gesprochen mit dem sozusagen klassischen Republikaner, der ganz unideologisch sagt, eigentlich so ein Präsident mit Charakter und was der so macht und so weiter, das interessiert mich nicht. Ich gucke auf die Fakten. Ich möchte gerne politische Inhalte, weniger Steuern zahlen, kein Sozialismus, Einwanderungsregulierung etc. Das sind sozusagen die Hard Facts, die mich interessieren. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch sehr zu Recht herausgehoben, die großen Narrative, also diese großen Legitimationserzählungen von irgendwelchen Werten, die geteilt werden, die sehr unterschiedlich sein können, dass die auch so verfangen. Ist das eine Widersprüchlichkeit? Schlagen da sozusagen zwei Herzen in der Brust der Amerikaner oder derjenigen, die Trump-Fans sind, dass sie auf der einen Seite das große Narrativ brauchen und auf der anderen Seite so diesen harten Faktentraum? Und vielleicht noch eine weitere Frage. Ist das auch etwas, was vielleicht die Demokraten in ihrem Wahlkampf nicht hinreichend beherzigt haben? Das las man ja auch in Europa immer wieder in der Presse, dass man sagt, ja, Joe Biden, das ist ein honoriger und sehr kluger Mann, aber wenn er nicht aggressiver eigene Positionen und Inhalte vermittelt, allein Corona und allein alles ist besser als Trump, reicht eben nicht, weder von der Faktenseite noch als the Grand Narrative. Wie würden Sie das einschätzen? Ja, also danke für die Frage. Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, so ein Fingerpointing zu machen. Also wer ist jetzt besser, in welcher Form? Ich versuche da drauf zu gucken und es erstmal zu verstehen, was passiert. Und ich glaube, dass die Grand Narratives wirklich sehr, also dass wir sie alle brauchen und beide Seiten mobilisieren. Sie sind nur eben vollkommen unterschiedlich. Mir wird gerade signalisiert, dass mein Akku gleich leer ist. Das irritiert, weil eigentlich ist mein Computer am Strom. Ich hoffe, ich werde nicht gleich abgeschnitten. Wenn doch, dann komme ich sofort wieder, weil offenbar hier mit dem Strom etwas gerade nicht stimmt. Hier sind Sie wieder gut. Ja, es scheint alles wieder gut zu sein. Es gab eine kleine Krise. Ach so, sorry. Ich glaube, mein Computer... Wir hören Sie wieder gut. Ja, okay. Sonst sofort Bescheid sagen. Der Strom scheint nicht richtig angeschlossen zu sein. Also das sind halt sehr andere Narrative. Der Joe Biden hat halt an die Gemeinschaft appelliert, hat gesagt, wir müssen wieder ein Land werden und nicht diese Spaltung fortführen. Und wie gesagt, mich hat das sehr an die Rhetorik von Roosevelt in den 1930er Jahren erinnert, wo er ähnliche Appelle gemacht hat, also unsere Differenzen zu überwinden und so weiter. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass einer der beiden schlechte oder der andere tolle Narrative oder beide schlechte gehabt hätten, aber sie sind
eben stark im Konflikt miteinander. Und das habe ich schon den Eindruck, spielt eine Rolle dabei, dass sehr viele Amerikaner das Gefühl haben, überhaupt nicht mehr eine Sprache zu sprechen oder überhaupt in denselben Bubbles unterwegs zu sein. Das ist ja ein großes Problem. Und das finde ich hier tatsächlich sehr, sehr zentral. Zu den vorigen Ausführungen, ich bin jetzt keine Politikwissenschaftlerin, aber ich wollte noch kurz sagen, dass wir, wenn wir auf den Bereich Kultur schauen, natürlich von keiner Zäsur oder gar Scheidung sprechen können. Also die Beziehungen zu den USA sind weiterhin extrem eng und hervorragend. Und die, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob es die Austausche sind auf Studierendenebene oder auf Faculty-Ebene oder die Wahrnehmung der anderen Kultur eben über Filme, Fotografie, Medien aller Art. Das ist alles höchst lebendig, vielleicht sogar derzeit lebendiger als sonst, was mir eben auch als Kulturwissenschaftlerin zeigt, dass wir weiterhin einen sehr, sehr lebendigen Austausch und ein sehr enges Verhältnis haben werden durch diese Krise hinweg. Krisen können ja auch etwas sehr Belebendes haben. Ich kümmere mich mal gerade um meinen Stromanschluss, damit hier meine Warnmeldung weggeht. Tut mir leid, ich bin sofort wieder da. Das ist wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals, vor allen Dingen, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass die Beziehungen tatsächlich im Alltäglichen sehr, sehr gut funktionieren. Ich glaube, das übersehen wir bei den großen politischen Diskussionen häufig, dass der Studierendenaustausch, die Alltagsbeziehungen, diese enge Verbindung, die Europa und insbesondere auch Deutschland mit Amerika über Jahrzehnte aufgebaut hat, dass die jetzt nicht einfach zerstört wird und wegbricht und wegfällt. Aus dem Publikum, Herr Zeller, erreicht mich eine Frage, die ich gerne an Sie weitergeben möchte, auch wenn sie extrem schwierig ist, nämlich die Frage nach den Möglichkeiten, den Taktiken, den Strategien, das gespaltene Land wieder zu vereinen. Wenn Sie jetzt dem einen oder dem anderen Präsidenten Rat an die Hand geben sollten, was sollte er tun, damit man wieder mehr einen gemeinsamen Weg oder jedenfalls ein erträgliches Miteinander findet und wegkommt von dieser Existenzialisierung in Schwarz und Weiß, die Guten und die Bösen? Ja, ich kann, wenn ich erst von Joe Biden sprechen kann, das würde ich tun. Und vielleicht können Sie mir die Screensharing geben, dann ich kann etwas hier zeigen, weil ich gucke gerade auf der Website von Joe Biden. Ich wollte das gerade vergleichen von Trump und man kann sehen, vielleicht der Weg. Sehr gerne. Ist das erlaubt, Martin? Das funktioniert sehr gerne, Herr Lieberich, der okay. Bei uns hinten, ja, das scheint jetzt zu gehen. Sie sind jetzt Co-Host, das müsste wunderbar funktionieren. Okay, Screenshare. Ja, ich zeige zum Beispiel, okay, jetzt geht's los. Okay, sehen Sie es? Ja, wunderbar. Okay, zum Beispiel, man geht auf dem Joe Biden, gucken wir erst auf dem Donald Trump Website. Das ist, was kommt, das ist eine Botschaft. Schon geht in die Verteidigung. Mehr Geld für ihn, braucht er mehr Geld, na, um zu, sich zu verteidigen in dieser Wahl. Und dann, wenn man nicht drauf guckt, steht nichts über, man findet nirgendwo, was die Pläne sind. Ja. Was seine Botschaft ist. Aber wenn man geht auf dem Joe Biden, und ich gucke auch zum ersten Mal hier seit einer langen Zeit, deswegen war ich gerade überrascht. Man guckt hier, beat COVID und hat einen 7-Point-Plan, um COVID zu erkämpfen. Plan to restore American leadership abroad. Plan to ensure the future is made in America. So affordable care, healthcare. Biden plan to improve racial economic equality. Biden plan to strengthen tribal nations, to tackle the climate emergency for a clean energy future. Und ein Plan nach der andere, es ist Wahnsinn, ne? Er hat so viele Pläne und der redet so. Der redet positiv, der redet zukunftsorientiert, was er die Probleme lösen kann. Deswegen, ich finde, dass Joe Biden ist, ich bin so ein großer Biden-Fan, aber ich finde, dass wenn man objektiv ihn anschaut, der hat Pläne für alle. Aber wenn man guckt auf Trump, steht nichts, ich könnte nichts finden. Es steht nur die Vergangenheit, Promises kept, bestimmt, wo der redet über seine, weiß es nicht,
sein. Es ist irgendwie nicht so, es ist viel aggressiver und das aus. Ich finde, dass für Joe Biden, ich kann vorstellen, dass das wird sehr schwer, dass die Trump-Anhänger ihn erst auf seine Seite kommen, aber ich glaube, dass das nach einer Weile würde die auch langsam gewinnen. Wobei ich finde, dass wenn Trump noch 4 Jahre da bleibt, das ist sehr schwer vorzustellen, außer wenn er plötzlich ein anderer Mensch würde, dann vielleicht, die Leute versuchen ihm immer eine Chance zu geben, aber der kommt immer härter und härter. Deswegen, ich finde das sehr schwer zu vorstellen. Ja, vielen Dank auch für das Screensharing, das genau gezeigt hat, dass dieses Fingerpointing, das Frau Böger angesprochen hat, dass wir, wenn wir die Presse nehmen und sie unreflektiert betrachten, dass das nicht weiterhilft, weil wir hier doch ein sehr substanziiertes Programm eigentlich sehen, aber wiederum auch die Schwierigkeiten, dass es eben besonders schwierig ist, komplexe Themen zu vermitteln und damit zu verfangen mit dem einfachen Rebuilding, Fighting Back. Das ist etwas, da braucht man nicht viele Erklärungen für und wer in diesen Kategorien denkt, wird sich positiv angesprochen fühlen. Herr Zeller, ich habe aus dem Publikum noch eine Frage bekommen, nämlich die Frage, ob für Biden und Trump dasselbe gilt wie für Hillary Clinton und Trump, nämlich dieses Gefühl der Menschen, lieber Trump als Hillary, lieber irgendjemanden als Hillary Clinton, weil sie so unpopulär war und dass man heute davon ausgehen kann, dass Sleepy Joe als genauso unpopulär angesehen wird wie Hillary, oder ist es nicht vielleicht umgekehrt? Sleepy Joe klingt jedenfalls nicht so gefährlich wie jemand, den man sofort einsperren muss, weil er ganz schreckliche Dinge den ganzen Tag macht. Ich meine, ich finde erst, dass zu sagen, dass Hillary unpopulär war, ist übertrieben, weil sie hat immer noch 3 Millionen mehr Stimmen bekommen als Trump. Und das ist schon viel. Und Sleepy Joe, das ist natürlich, ist nur Trump da, das ihn so nennt. Der liegt gerade bei, ich glaube, 4 Millionen Stimmen über Trump. Also dass sie nicht populär sind, das ist auch, das war in der Talking Point von Fox News, ne? Fast wie eine Propagandasendung, die ganze Zeit, dass er das so berichtete. Weil ich glaube nicht, dass ich glaube, mehr Leute haben Trump gehasst als Hillary. Vielen Dank. Vielleicht darf ich da gleich an Frau Böger weitergeben und das noch mit einer Frage aus dem Publikum auch zu verbinden versuchen, nämlich der Frage, wenn es gerade auch um diese Festlegungen geht, wenn Narrative, wenn vorgefestigte Meinungen und Ideologien eine so große Rolle spielen, fragt ein Zuhörer, sind dann Inhalte vielleicht doch weniger unwichtig und eine hübsche Provokation, wenn es eigentlich nur noch auf die große Erzählung ankommt und gar nicht mehr, wie er dasteht, würden republikanische Wähler 2024 dann jeden beliebigen Kandidaten wählen und den Vorschlag will ich Ihnen nicht vorenthalten, Kanye West als der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Frau Böger. Naja, das war ja tatsächlich ein Thema. Ja, danke für die Frage. Ich glaube schon, und da würde ich nicht nur in die USA schauen, dass wir in Wahlkämpfen immer stärker diese Zuspitzung auf bestimmte Slogans oder gar diese Belegung, diese Schimpfworte wie Sleepy Joe, Crooked Hillary. Ich selbst habe sie nicht gezählt, aber ich weiß, dass es Linguistinnen und Linguisten gibt, die das tun. Also häufig reduziert sich ja die Sprache Trumps gerade auf diese Begriffe, die er dann immer, immer, immer wieder sagt. Da braucht man dann gar keine Inhalte mehr, man braucht keine Argumente. Also da wird eine einzige Einstellung abgerufen, die eben eine sehr, sehr negative ist und sehr verfängt bei seinen Anhängern. Und Inhalte werden weniger wichtig. Weiß ich nicht, ich fand eben sehr interessant, Herr Zeller, was Sie aufgerufen haben bei dem Programm der beiden Kandidaten. Bei Trump war da ja diese Seite, die immer wieder zitiert wird und von seinen Fans ja sehr hoch gehalten wird. Promises made, promises kept. Also da sind ja schon auch konkrete Sachen genannt. Das Problem ist, ich will jetzt nicht zu sehr insistieren auf meiner Lesart der Grunderzählung
Narrative. Aber auch hier sieht man, dass er eigentlich noch wichtiger als die einzelnen Punkte ist die Geste, Leute, schaut her, ich bin der Macher, ich habe all diese Probleme gelöst, die ganze Seite voll. Und das hat sowas von verfangen. Also so viele seiner Anhängerinnen und Anhänger sagen, he delivered. Ja, er hat Sachen sich vorgenommen und er hat sie gemacht und guck mal hier. Und wenn der andere kommt, dann ganz schlimm, dann werden wir irgendwie versinken in Sozialismus oder wie immer hier die Ängste sind, die da sehr geschickt geschürt werden. Ich glaube in der Tat, das hat man ja bei den Debatten gesehen, darüber haben wir jetzt noch nichts hier gesagt, insbesondere der ersten Debatte, da konnte man ja wunderbar sehen oder eben nicht wunderbar, es war ja relativ schrecklich, sich das anzuschauen, was eigentlich passiert, wenn man gar nicht mehr dazu kommt, Inhalte auszutauschen. Also wenn man sich überhaupt nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes sprechen lässt gegenseitig. Da ging es ja nur noch um eigentlich einen Kampf, einen Schaukampf. Ja, also insofern würde ich zustimmen, dass die Tendenz sicherlich ist, dass es in diesen zugespitzten, hochaufgeladenen, hochideologisierten und spaltenden Wahlkämpfen tendenziell weniger um Inhalte geht und mehr um diese Art von Manöver. Trump, der spielt ja wunderbar auf dieser Klaviatur, immer wieder diese Messages in seine Anhängerschaft zu senden. Und das scheint seit seiner Präsidentschaft tatsächlich noch wichtiger zu werden als die konkreten Inhalte. Und das ist natürlich beunruhigend zu sehen, wie gut das funktioniert. Ne? Alle haben sich wieder mal verschätzt, wie schon 2016, wie sehr seine Wahlkampfstrategien und die seines Teams natürlich verfangen haben. Mit anderen Worten, wie viele Leute ihn dann doch gewählt haben, ob aus Überzeugung sei dahingestellt. Aber sie hatten das Gefühl, dass das hier der Präsident ist, der ihre Interessen besser vertreten würde. Und das hat er geschickt aufgebaut. Also wie viele andere kann ich nur immer wieder davor warnen, Trump und sein Team zu unterschätzen. Irgendwie auch in Europa fallen wir immer wieder darauf rein und das ist einfach nicht gut. Also das ist schon jemand, der unglaublich geschickt diese Grunderzählung für sich reklamiert und dann auch immer wieder in seine Anhängerschaft trägt, offensichtlich mit beachtlichem Erfolg. Ganz herzlichen Dank auch gerade für diese letzte Bemerkung, dass es eben eine Taktik ist, die sehr klug durchdacht und wohl begründet ist und die man keinesfalls unterschätzen darf. Bevor ich in die weitere Diskussionsrunde noch viele Fragen auch einspeisen möchte, die aus dem Publikum kommen, würde ich gerne eine sehr konkrete eine konkrete Runde einbeziehen zur Reaktion auf die Wahlen, die wir jetzt gerade erleben. Und da mit Ihnen beginnen, Frau Strassheim. Die Briefwahlen werden angezweifelt. Trump hat, da sind wir wieder bei den Erzählungen, im Grunde genommen durch seine Delegitimationserzählung schon lange verbreitet, dass Briefwahlen Teufelszeug sind, betrugsanfällig. Jetzt soll das Ganze vor Gerichten ausgetragen werden. Wir erleben eigentlich etwas ganz Merkwürdiges, ein ganz normaler demokratischer Prozess. Briefwahlen etabliert in demokratischen Kulturen, auch in den USA seit Jahrzehnten unumstritten, wenn es besonders viele Wahlteilnehmer gibt, dann gibt es auch besonders viele Briefe, die ausgezählt werden müssen. Dann dauert es länger. Weniger sehen wir Bilder von bewaffneten Trump-Anhängern, die vor den Wahllokalen stehen und sagen, stopp das ist alles großer Betrug, sie stehlen uns ihre Wahl. Ich habe heute in einer großen deutschen Tageszeitung eine wunderbare Überschrift gelesen, denn sie wissen genau, was sie tun. Und die These dort lautete, es ist nicht so, dass diese Erzählung verfängt, dass die Leute das tatsächlich glauben, dass hier eine Wahl gestohlen werden sollte, sondern dass hier schon sehr ideologisch motivierte Menschen an der Front stehen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an der Front, die zwar glauben, dass sie für die gerechte Sache kämpfen, aber dass dafür auch jedes Mittel recht ist, dass also nicht die Erzählung verfängt, sie stehlen uns die Wahl, sondern dass die Erzählung verfängt, whatever it takes. Und das ist die Frage, die ich gerne an Sie weitergebe. Ich hatte jetzt ein paar Probleme. Ich habe, glaube ich, nur die Hälfte verstanden, aber ich versuche trotzdem zu antworten. Ich kann gerne nachlegen. Genau, also es geht um den Briefwahlprozess. Ich glaube, ich habe verstanden, es geht um den Briefwahlprozess und die Frage, ne, ob es eigentlich
ob es wirklich die, ob Menschen wirklich darum kämpfen, die Wahl demokratisch zu gewinnen, weil sie den Prozess anzweifeln, oder ob es darum geht, einfach whatever it takes, wir nehmen uns die Wahl, was auch immer es kostet. Und ich würde vor allem, ich würde dem Letzterem zustimmen, weil das, was wir gerade sehen, das Anfechten der Briefwahl und das vor Gericht ziehen, um Auszählung von Briefwahl zu stoppen, das kam mit Ankündigung. Also das ist nichts, was uns in irgendeiner Form überrascht hat, sondern das wurde seit Monaten von Trump und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in seiner Administration so angekündigt. Und von daher überrascht es auf keinen Fall. Und es ist natürlich ein Weg zu Macht. Und auch da wieder, da würde ich unterschreiben, was Frau Böger gerade gesagt hat, ne, dass wir auch da nicht unterschätzen dürfen, wie strategisch klug auch die Trump-Administration agiert, ne? Wie sie bestimmte Grunderzählungen prägt und das sehr erfolgreich vor Wählerinnen und Wählern. Also ich in der transatlantischen Diskussion gibt es immer, ne, wurde er auch immer als jemand dargestellt, der bestimmte Sachen auch nicht versteht, der vielleicht zu dumm ist, zu kapieren, dass beim 2%-Ziel in der NATO es nicht darum geht, dass Menschen ihm Geld schulden, ne, sondern dass das komplizierte Aushandlungsprozesse in internationalen Institutionen sind. Ich glaube, er hat das sehr wohl verstanden, aber er hat eine unglaublich gute Geschichte erfunden und gesagt, hey, hier geht es darum, Deutschland schuldet mir Geld, die schulden uns Geld. Das ist eine Geschichte, die alle Wählerinnen und Wähler verstehen, die eben nicht verstehen, wie internationale oder kein Interesse daran haben, wie komplizierte internationale Institutionen verstehen. Und das ist auch ein Beispiel, und genau dasselbe sehen wir jetzt in der Ausfechtung der Wahl, wie gut diese Administration daran noch ist, wie Frau Böger es gesagt hat, bestimmte Narrative zu prägen und vor ihrem Zielpublikum auch durchzusetzen. Genau, vielleicht belasse ich es mal dabei. Ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt gewesen, die Dinge vor ihrem Zielpublikum durchzusetzen, Narrative durchzusetzen und im Grunde genommen auch dieses Bild vom starken Mann, der Macher, I got things done, I kept my promises, all diese Narrative, all diese Inszenierungen verfangen sehr. Vielleicht jenseits der Inszenierung, Frau Böger, zwei Fragen aus dem Publikum, die im Grunde dasselbe Thema betreffen, nämlich die Frage, mal angenommen, Biden schafft es, aber die Senatsmehrheit bleibt, wie sie ist, auf der konservativen Seite ideologisch verfestigt. Die Sorge, welche Chance hat eigentlich ein Präsident Biden, dann gegen diese Senatsmehrheit anzuregieren? Und vor allen Dingen, welche Chance hat ein multilateral offener Präsident Biden, multilaterale Vertragsregime zu neuem Leben erwecken, voranzutreiben, wenn der Senat sagt, whatever it takes, nur über unsere Leiche, das wollen wir nicht. Haben wir da letztendlich dann im Grunde genommen auch wieder eine Sorge und eine Situation des Deadlocks, die gerade für Europa die Kooperation nicht sehr viel erfreulicher machen würde? Ja, danke für diese Fragen. Gut, da bin ich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis und wünschte, ich hätte jetzt einen kulturwissenschaftlichen Kollegen, eine Kollegin zur Seite. Aber wir wussten ja schon von der Obama-Zeit, wie das ist, gegen einen Senat zu regieren und in einer sehr, sehr schwierigen Situation zu sein. Ich persönlich bin nicht ohne Hoffnung, dass auch die Republikaner verstehen, dass es nicht weitergehen kann mit dieser Dauerblockade. Ich meine, das Land hat riesige Probleme, die muss ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Da geht es um die Wirtschaft und Corona, jetzt habe ich doch zwei genannt. Und da wird man parteiübergreifend zu Lösungen kommen müssen. Ich sehe also gar nicht, wie diese Blockadesituation, die jetzt entstanden ist, die ja nochmal sehr stark verschärft wurde durch diese Supreme Court-Besetzung, wo man jetzt ja irgendwie an einem Endpunkt angekommen ist. Und so wird es ja nicht bleiben. Also angenommen, Biden wird Präsident, dann ist er ohnehin von seiner ganzen Disposition her jemand, der auf andere zugeht, der Angebote macht, der sagt Leute, also der an auch den Gemeinsinn stark appelliert. Das ist ja etwas, was der jetzige Präsident eher gar nicht macht. Das heißt, von Biden werden neue Impulse ausgehen und Angebote. Außerdem ist er ein sehr erfahrener Politiker, der ist lange im Geschäft, der weiß, wie man über Parteigrenzen hinweg die Kommunikation eröffnet. Wiederum, man muss ja immer mit bedenken, dass es etwas, ich weiß gar nicht, ob Trump das kann oder nicht, aber er hat kein Interesse dran. Also so funktioniert ein Präsident Trump ja nicht. Und ganz anders stelle ich mir vor, würde es mit einem Präsidenten Biden funktionieren.
kann. Ne? Der ist einfach durch und durch Politiker und hat halt diese, wie ich hoffe, gut funktionierenden Beziehungen zu anderen Politikern, nicht nur auf der demokratischen Seite, sodass ich schon glaube, dass eine andere Situation entstehen würde, zusammen einfach mit der notwendigen Einsicht, dass das Land als Ganzes zusammenstehen muss, um wirklich recht massive Probleme anzugehen. Das ist ja auch etwas, was mich zusehends nervöser macht an dieser jetzigen Situation, wo nichts vorangeht, weil alle nur auf die Wahlen starren, ist, dass die anderen Dinge völlig in den Hintergrund treten, ja, und alle haben die Zahlen gesehen heute, über 100.000 Neuinfizierte, keiner weiß, wie das weitergehen soll, da schaut man im Moment gar nicht hin, geschweige denn entwickeln sich irgendwelche Lösungsansätze in dieser jetzigen Situation, und das ist ja eben auch jedenfalls aus meiner Sicht extrem beunruhigend, das muss ja ein Ende finden und möglichst bald, und insofern wäre ich da optimistisch, dass von einem Präsidenten Biden hier sehr positive Impulse ausgehen könnten. Vielen Dank. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man auf die Personen ein Stückchen weit schaut, weil persönliche Strukturen, die Art und Weise, wie Politik betrieben wird, wie ein Präsident auf andere Akteure zugeht, glaube ich, inhaltlich auch gestalten und Blockaden aufbrechen kann, weil es letztendlich eben doch auch Dynamiken sozialen Miteinanders sind, in denen Leute sich anpassen und in denen Leute auch ein Stückchen weit in die Melodien einschwingen, die ihnen da vorgesungen und die ihnen entgegengesungen werden. Sie haben, Frau Böger, die Erfahrung von Joe Biden angesprochen. An Herrn Zeller ist eine Frage gerichtet, die aus dem Publikum kommt. Einer unserer Zuschauer ist sehr suspicious und denkt, naja, Herr Biden ist doch schon ein bisschen älter und er wirkte in manchen seiner Auftritte, jedenfalls so hat es die Presse kolportiert, ein bisschen verwirrt, nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Und da liegt die Unterstellung im Raum, dass quasi die Demokraten von Anfang an eigentlich gar nicht mit Biden, sondern mit Kamala Harris, der Vizepräsidentin, operieren wollen und glauben, so nach 3 bis 6 Monaten wird Herr Biden sich sowieso zurückziehen und dann hat man die sozusagen andere Kandidatin hinterrücks quasi ins Weiße Haus geschmuggelt. Und unser Zuhörer möchte wissen, ob das von Anfang an die Idee der Demokraten war. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Frage beantworten können. Aber das ist ja auch so ein, Narrativ, das ein bisschen in der Luft liegt. Was sagen Sie dazu, gerade auch als Amerikaner? Ja, diese Narrativ natürlich ist was, es kommt auch von Trump und die versuchen das über Fox News. Alle, jede kleine Ding, vielleicht, dass Biden verspricht, misspeaks. Aber ich finde, dass wer die zweite Debatte besonders gesehen hat, unglaublich, wie er alles richtig geliefert hat. Und ich finde, dass ich mache das 10 Mal pro Stunde. Ich sage was, ich verspreche etwas. Und ich finde, dass auf welcher, where's the bar? Ich meine, ich finde, dass Biden macht das großartig und er ist sehr schlau, sehr klug. Der ist natürlich 77, der wird 78 in diesem November jetzt. Aber welcher andere 78-Jährige ist so fähig und so klug und so schlau wie er und so fit? Und Trump auch. Man denkt, dass er so ein bisschen, diese andere Frage, dass er vielleicht ein bisschen faul ist. Nein, Trump ist gar nichts faul. Der ist so, ich frage mich, wo er diese Energie hat, weil er arbeitet die ganze Zeit. Natürlich. Auf seinen Interessen arbeitet er sehr schwer, auf Golf, auf die Supreme Court, auf die Courts zu packen, hat 2000 Richter da in dem Land, Federal Judges, eingesetzt. Und ich meine, der ist ein Workhorse, aber für seine Interessen. Der mag nie Dinge, das auf dem Interessen vom Land, zum Beispiel Covid, was hat er getan? Ganze Zeit. Ne? Und deswegen, ich finde, dass das ist nur ein falscher Narrative, dass Biden richtige Probleme hat im Kopf. Ich finde ihn super, ich finde ihn unglaublich fit. Ich bin immer überrascht, wie gut er ist. Und man kann gucken auf jede Rede, die er hält, echt beeindruckend. Und ich finde, dass in dieser Zeit, das ist erst ein wichtiger Mensch da. Und wie vorher gesagt wurde, dass er ist einer der he can work across the aisle. Now, der hat 50 Jahre Erfahrung als Politiker und in der Zeit, der war nicht links, der war nicht rechts, der war genau fast in der Mitte und deswegen, er hat eine
ein sehr langer Track Record, dass er mit Republikanern so gut mitarbeitet. Und ich glaube, dass wenn er diese Senat, wenn er diese Wahl gewinnt, und momentan stehen 48 Demokraten im Senat und 48 Republikaner, ich glaube, die Republikaner vielleicht kriegen noch ein paar Plätze. Also wenn die nicht die Mehrheit da haben, aber die knappe Minderheit, ich glaube, Joe Biden ist einer, der ist fähig, ein oder andere Senatoren auf seiner Seite zu gewinnen und dass die Dinge durch den Kongress gute Gesetze und gute Politik da durchsetzen kann. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage gewesen. Ich würde, bevor wir in die Schlussrunde einsteigen, gerne noch an Frau Strassheim das Stichwort der Mitte weitergeben und weiterspielen, das Sie gerade genannt haben. Biden als der Kandidat der Mitte, aber wir haben so viel über die amerikanische Gesellschaft und deren Spaltungen gesprochen. Gibt es diese Mitte überhaupt? Ist die Mitte, die politische Mitte, ein Konzept, das dort verfängt? Vielleicht haben Sie es auch in der Presse gelesen, die Schweizer Christdemokraten, also die konservative Partei, hat sich umbenannt in die Mitte. Und die Presse spekulierte darüber, ob das nun eine gute Idee war, quasi das Christliche aus dem Parteinamen zu löschen und die Mitte für sich zu reklamieren, oder ob die Mitte ein Ort ist, den man in der Politik in Zukunft vielleicht meiden sollte. Liebe Frau Strassheim, wie sehen Sie das mit der neuen, alten oder eben nicht mehr existierenden Mitte? Das ist eine super spannende Frage, die ich glaube, nur in Ansätzen und ganz kurz beantworten kann. Also ganz generell zeigt uns ja die Parteiforschung sowieso oder die vergleichende Parteiforschung, die Parteien und Parteiprogramme über Länder hinweg miteinander vergleicht, dass die amerikanische Mitte sowieso sehr viel weiter rechts ist als die Mitte, wie wir sie in Europa definieren würden. Dass also beispielsweise selbst die Demokraten nicht vergleichbar sind in ihrem Wahlprogramm mit sozialdemokratischen Parteien, mit links von der Mitte Parteien in Europa, sondern schon sehr, sehr viel weiter in ihren Positionen rechts sind, sodass Kandidatinnen, Präsidentschaftskandidatinnen, ich denke gerade an eine besondere wie Elizabeth Warren, die in den USA so als Lefty und ultra-progressiv verschrien ist, hier in Deutschland, glaube ich, eine gestandene Sozialdemokratin mit ihrem Programm machen würde. Ist Biden ein Kandidat der Mitte? Ich glaube, das war so ein Narrativ. Wir reden heute viel über Narrative. Das ist eine Art und Weise, wie er dargestellt wurde im Wahlkampf. Natürlich auch, um vergleichsweise moderate republikanische Wählerinnen und Wähler abzugreifen. Ich kenne die neuesten Polls noch nicht, ob ihm das so gelungen ist. Aber das ist natürlich auch ein Risiko, mit dem er angetreten ist, eben auch weil die Demokratische Partei da sehr weit auseinandergeht und sehr viele, gerade jüngere Wählerinnen und Wähler, auch deutlich weiter links sind und dieses Mitte-Narrativ gar nicht so gerne mögen oder mochten und sich da gar nicht so haben mitziehen lassen. Letzter Punkt dazu, eine Sache, die ich gelesen habe, ne, als Kandidat der Mitte wurde er genannt und als ein Kandidat, darüber haben wir auch vorhin schon gesprochen, der die Menschen vereinen kann, der das Land wieder einen soll. Ich habe heute gelesen, dass von einem Ergebnis von Exit Polls, die gesagt haben, dass Menschen ihn tatsächlich so wahrgenommen haben, aber dass das nicht die ausschlaggebende Qualität eines Kandidaten ist, dass die Menschen tatsächlich gesucht haben. Und es ist doch sehr, sehr viel mehr darum ging, ob ein Mensch ob ein Kandidat ökonomische Themen oder Gesundheitsthemen in den Augen der Wählerinnen und Wähler beantworten kann und behandeln kann. Und dass dieses Mitte-Argument, das einigende Argument, nicht so ausschlaggebend in der Wahlentscheidung für viele Wählerinnen und Wähler war, wie es vorher gedacht war. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie uns daran noch erinnert haben. Bevor ich jeden von Ihnen gern noch einmal mit einer kleinen Schlussfrage konfrontieren möchte, erreicht mich aus dem Publikum noch eine Frage an Herrn Zeller, die ich auch sehr wichtig finde. Wir haben viel darüber nachgedacht in diesem Gespräch, was wir Europäerinnen und Europäer oder wir Deutschen von den Amerikanern erwarten oder erhoffen und befürchten. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Was erwarten denn die Amerikaner von uns Europäern? Was sollen wir denn tun? Lieber Herr Zeller, vielleicht haben Sie eine lange Liste oder einen guten Tipp für uns. Sie meinen, wie die Bürger in den USA, die Bürger und auch die Politiker in den USA, was sollte Europa tun? Die 2%, geht es darum oder aber Nord Stream 2 aufgeben oder nicht mehr mit China spielen? Oder sind es vielleicht doch ganz andere Dinge, die von Europa erwartet werden?
Ja, leider. Ich meine, natürlich einige Leute verfolgen was passiert in Europa und die Wichtigkeit, aber für die große überwiegende Mehrheit der Amerikaner, Europa ist so weit weg. So weit weg. Ne? Und dann ein Bundesland ist so groß und East Coast, West Coast, USA ist so groß für die, dass die würden fast kaum eine Meinung haben, was Europa tun sollte. Und ich glaube, diese 2%, natürlich, das ist ein Talking Point von Trump. Und wir hatten auch, ich weiß nicht, ob Sie vor 2 Tagen, wir waren Sponsor von diesem Bucerius Event, und der General Ben Hodges hat auch gesagt, er fand, das war ein großer Fehler, das zu fordern, dass Deutschland sollte diese 2% halten, weil das ist etwas, das politisch nicht populär hier ist. Und die Wichtigkeit für Deutschland, für die US-Präsenz in Deutschland, Wehrmacht-Präsenz in Deutschland, ist nicht, um einen Verteidigungspunkt zu haben, sondern eine Transport-Hub. Und Deutschland als Transport-Hub. Und deswegen hätten eine vernünftige Regierung nur gefordert, dass Deutschland nicht über 2% wichtig wäre für diesen NATO-Teil, sondern dass die Unterstützung als Logistik und was als Transport-Hub für die anderen Länder, dass das unterstützt. Und deswegen, ich glaube, für die normalen Bürger in den USA, das ist kein großes Thema. Nord Stream 2, das geht über den Kopf. Ich glaube, dass diese Themen, dass wir hier damit beschäftigt sind, für die durchschnittliche amerikanische Bürger, ist kein Thema da. Das war auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis und ein sehr wichtiger Einblick, den Sie uns da gewährt haben. Und ich glaube auch gerade der Punkt, dass es strategisch ein großer Fehler ist, einfach die Truppen, die in Deutschland stationiert sind, abzuziehen aus ideologischen Gründen. Das ist kein Smart Move, wenn man es strategisch sieht. Aber es ist vielleicht ein Smart Move, wenn man seinen Wählerinnen und Wählern zeigen will, dass man der starke Mann ist und dass man konsequent umsetzt, was man verspricht. Interessanterweise kommt es dann darauf an, ob man etwas Kluges versprochen hat oder nicht. Yeah. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit und deshalb würde ich gerne die Schlussrunde eröffnen mit Ihnen, liebe Frau Böger. Und ich möchte eigentlich an alle drei Panelists dieselbe Frage stellen und dazu, wie könnte es anders sein, wenn wir schon sozusagen über das alte Europa und über unsere europäische Kultur nachgedacht haben, dann doch nochmal den deutschen Altmeister Goethe bemühen. Sie kennen wahrscheinlich alle das berühmte Goethe-Zitat mit einem leichten Seufzer, fast schon melancholisch, in die neue Welt blickend, Amerika, du hast es besser. Frau Böger, was entgegnen Sie heute Johann Wolfgang von Goethe? Amerika, du hast es besser oder Once Upon a Time in America? Also ehrlich gesagt, weder noch anders als Goethe, habe ich ja auch sehr stark eine Innenperspektive, nachdem ich jahrelang in den USA gelebt habe. Das ist ja eine Projektion, Amerika, du hast es besser. Das haben sich die Europäer eben lange Zeit so vorgestellt, dass das das Land sei, wo einfach der amerikanische Traum für alle erreichbar sei. Und wir alle wissen, dass das sehr viel komplizierter ist. Also ich glaube schon, dass wir bessere Zeiten sehen werden, nicht nur in Amerika, aber auch im Verhältnis, worüber wir eingangs sehr stark sprachen. Insofern, ja, höre ich mich selbst schon ein bisschen jetzt den besseren Zeiten hinterher trauern, aber es wird auch wieder anders werden. Also ich habe selbst in meiner Laufbahnen schon Präsidenten kommen und gehen sehen. Nicht alle, wie wir wissen, waren populär und das hat dann immer zu Nachdenklichkeit und auch Irritationen geführt. Wir erleben jetzt eine stärkere Variante davon, aber ich würde persönlich nie sagen, dass Amerika es besser hat. Aber es ist nach wie vor ein aufregendes Experiment und ein Land, was noch sehr, sehr jung ist und jetzt offenbar in einem wichtigen und bedeutungsvollen Punkt ist, wo es sich über bestimmte Schieflagen
vergewissern muss und einen Weg finden muss, wieder nach vorne schauen zu können und idealerweise nicht in den Bubbles, sondern als ein Land. Also da höre ich mich jetzt ein bisschen an wie eine Biden-Supporterin, aber ich denke, darum geht es. Also dass man einfach wieder an einen Punkt kommt, wo man sein Land, wo man sich damit identifizieren kann, mit einem Land. Ganz herzlichen Dank. Das waren nochmal drei wichtige Stichworte, wie ich fand, die Projektion, die wir in Europa oft von den USA haben. Dann die Tatsache, dass Amerika ein junges Land ist, was wir manchmal auch vergessen, wenn wir von dieser uralten Demokratie und dem uralten Verfassungsstaat sprechen. Es ist eben eine sehr junge Demokratie und ein junger Verfassungsstaat, der nur das Glück hatte, beides zugleich zu werden, Staat und Verfassungsstaat. Wir in Europa wären glücklich, wäre uns das auch gelungen. Der Welt wäre manches erspart geblieben. Und insofern ist das amerikanische Experiment, glaube ich, immer noch sehr aufregend. Das war Ihr dritter Punkt. Und da darf ich gleich an Herrn Zeller weiterspielen. Amerika, du hast es besser. Sind Sie immer noch glücklich, Teil dieses aufregenden Experiments zu sein? Und vor allen Dingen ein junger Mann in einem jungen Staat und momentan Gast im ganz alten Europa. Ja, ich fühle mich sehr wohl hier in Deutschland. Ich finde, dass man merkt auch, dass diese Beziehung und der Zug nach Amerika von den Deutschen ist sehr, sehr, auch sehr stark. Und ich glaube, dass in Deutschland ist auch ein, wenn man zu jedem amerikanischen Bürger sagt, etwas über Deutschland in meinem Heimat, alle reagieren sehr positiv. Und die bewundern die kluge Deutsche, die Engineering, die technische Seite stärker und die Literatur, die Musik, die sind sehr bewundernswert. Die gucken sehr positiv nach Deutschland, nach Europa. Und ich fühle mich sehr wohl hier natürlich zu sein. Es ist ein wunderbares Erlebnis, hier zu leben. Und ich bin, ich finde, dass wir sind gerade in einer schweren Phase mit unseren die letzten paar Jahren und diese Spalte in den USA. Aber ich bin davon überzeugt, dass am Ende wird das positiv sein. Vielen Dank und auch vielen Dank, dass Sie sich so positiv über uns geäußert haben. Das freut uns sehr und dafür sind wir auch ein Stückchen weit dankbar. Frau Strassreiben, Amerika, du hast es besser? Fragezeichen, Ausrufungszeichen oder Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Ja, meine beiden VorrednerInnen waren so erst verhalten und dann schon sehr optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich das genauso widerspiegeln kann. Ich könnte Ihnen jetzt eine sehr politikwissenschaftliche Antwort geben und über die Resilienz oder fehlende Resilienz von demokratischen Institutionen in Amerika oder darüber hinaus geben. Aber ich glaube, ich würde Ihnen ehrlich gesagt gerne eine sehr persönliche Antwort auf die Frage geben und ein paar Bilder aufgreifen, die auch Frau Böger gerade genannt hat. Ich selbst bin Mitte 30, ich bin aufgewachsen in einer deutschen Kleinstadt, in der in den 90er Jahren noch viele amerikanische Soldaten stationiert waren. Ich kenne aus meiner Kindheit deutsch-amerikanische Freundschaftsfeste. Ich habe mit meiner amerikanischen Freundin Oreo-Kekse gegessen und wir sind in US Army Sweatshirt-Jacken rumgelaufen. Wir haben Halloween gefeiert und ich kenne auch das Narrativ, was Frau Böger angesprochen hat. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, vom Tellerwäscher zum Millionär, kenne ich aus den Schulbüchern. Aber schon meine Jugend war eigentlich geprägt vom 11. September, vom Irakkrieg, von dem Anti-Amerikanismus, der sehr en vogue wurde im Zuge des Irakkriegs und während der Präsidentschaft von George Bush. Und natürlich kennen wir die Jahre der politischen Entspannung unter Obama, aber auch die habe ich erlebt als junge Erwachsene und als Beobachterin der amerikanischen Gesellschaft mit vielen Problemen. Von School Shootings und dem wirklich Versagen der amerikanischen politischen Elite gegen School Shootings wirksame Maßnahmen zu finden, die Opioid-Krise, Polizeigewalt und jetzt 4 Jahre Trump. Und ich merke schon, dass für mich selber dieses sehr positiv konnotierte Amerika-Bild und dieses sehr positiv konnotierte Bild der verlässlichen transatlantischen Gemeinschaft sehr oft ein wenig aus der Zeit gefallen klingt. Und ich weiß, dass es meinen Studierenden da auch genauso geht, die noch vielleicht fast eine ganze Generation jünger sind als
als ich und die auch ein sehr, sehr kritisches Amerika-Bild wieder haben und die dieses Goethe-Zitat, glaube ich, keineswegs unterschreiben würden. Deswegen glaube ich, um jetzt vielleicht so ein bisschen die Kurve zu kriegen ins Positive, dass das eine der größten Herausforderungen, die wir haben werden in den nächsten Jahren, ist, dass das gegenseitige Vertrauen untereinander der Europäerinnen und Europäer in Amerika, aber auch umgekehrt der Amerikanerinnen und Amerikaner in Europa wieder, es ist, das genau wieder zu stärken, denn sonst hat auch gemeinsames Handeln in der Welt sehr wenig Rückhalt. Ganz herzlichen Dank, das war ein perfekter Schlusssatz. Ich muss mich trotzdem noch mit ein paar Dankesworten anschließen, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie bei unserem Online-Panel mit dabei waren. Ich danke den drei Panelists für einen außerordentlich inspirierenden Abend, der mich dazu verleitet, Sie zu bitten, vielleicht in einem Jahr wiederzukommen. Wir sprechen dann über ein Jahr Trump, ein weiteres Jahr Trump oder ein erstes Jahr Biden oder über irgendwas ganz anderes. Es würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn das gelänge. Ich weiß nicht, ob unser Publikum sich hat beruhigen oder beunruhigen lassen von dem, was wir hier gesagt haben, ob Sie gelassen oder aufgeregt in den Abend starten. Ich habe für diesen Abend für Sie jedenfalls noch einen Tipp. Verfolgen Sie die dritte Wahlnacht in den USA, gießen Sie sich eine leckeren Rotwein oder was Sonstiges zu trinken ein und lesen Sie einfach Tocqueville über die Demokratie in Amerika. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.